Hallo und herzlich willkommen von der MMC. Es ist jetzt Freitagabend. Wir haben uns gerade was zu essen besorgt und wir sind sehr enttäuscht von der Eröffnung. Ein Schwenk bitte auf das Essen. Wir haben Onigiri, Beef Teriyaki Onigiri, drei Stück. Zwei genau davon. Und wir haben Lachs Wasabi Onigiri und Taiyaki. Genau, Taiyaki. Schoko und Vanille. Genau. Taiyaki. Hätte man auch, dass du total der Außenseiter bist. Wieso der Außenseiter? So, weil ich das Lachs-Dings und Schoko-Dings. Ja, total der Außenseiter hier. Na dann sag du auch mal was dazu. Ich bin ein Außenseiter. Ja, Gara, das wissen wir. Ja, ich bin einer von den guten Leuten. Naja, mehr oder weniger. Das mit der Friedenspfeiferei war auch schon so eine Sache. Stimmt. Ja. Ich habe ihn zum Husten gebracht und mich unter Drogeneinfluss gestellt. Ja. Ich wollte das böse Wort sagen. Das böse Wort sag ich nicht. Nein, wir sagen das noch nicht. Genau. Genau. Okay. Funzel ist mit von der Partie. Genau, Funzel sagt hallo. Vor der Kamera. Hallo. Noch. Ja, leider. Wieder. Ich will eigentlich nicht vor die Kamera. Oh, das tut uns aber leid. Das muss ja aus dem Handgelenk kommen. Genau, so sieht das perfekt aus. Genau, lächeln und winken, Männer. So, dann sag du auch noch einen Satz, bevor wir essen. Ja, Essen war scheiße, Dana ist not amused. Das war aussagekräftig. Ja, dann kurz, knapp und bündig. Dann essen wir erstmal. Genau, ja. Essen Marien wir. Marien hat so viel Essen. Essen. Sind die den Fehler, ne? So, wie man sehen kann, das sind unsere Errungenschaften. Muhaha, da ist was ausgepackt. Wieder mal Kaffee-Cupcake. Ist doch richtig ausgesprochen, ja, oder? Gut. Denke ich. Total süß und ich konnte auch nicht widerstehen. Und Adekan 6, ganz neu rausgekommen. Ich muss den haben. Muhaha. So, dann hätte ich bitte gerne ein Statement zu Tamashi. Von euch beiden. Sasu, du brauchst gar nicht so unbeteiligt zu gucken. Also, ich fand's gut. Genau, geht euch an von der Kamera. Ich fand sie gut. Es mag daran gelegen haben, dass wir in der ersten Reihe saßen und sie angefangen haben. Obwohl ich Ranma nicht kenne, fand ich sie gut. Das habe ich schon gesagt. Sag mal was bitte. Wie geht die Werte aus? Genau, du kennst Ranma. Kennst Ranma? Ja. Es war genial. Müssen wir auch glatt nochmal angucken. Yep. Das Labyrinth, das war so episch. Ja, das war so episch. Yep. Guck dir die Serie an. Genau. Ich kenne die Serie wahrscheinlich nicht. Es sei denn, man verdonnert mich dazu. Ich gebe sie dir. Ja. Wenigstens zu ein paar Folgen, dass du weißt, worum es überhaupt geht. Ja. Also, die Deutschen. Ich fand es selbst lustig, obwohl ich nicht wusste, worum es geht. Also, okay. Dann hat die Showgruppe alles richtig gemacht, würde ich sagen. Eindeutig. Da war ein Plot drin, den ich nicht erwartet hätte. So, dann würde ich sagen, war das das Schlusswort für heute. Okay. Wir schauen mal, ob wir jetzt noch Karaoke singen gehen und alle verschrecken. Im Zweifelsfall bis morgen. Genau, im Zweifelsfall bis morgen. Ihr dürft das mit dem Winken machen, was ich sonst mache. Wunderschön, super. Hallo, es ist jetzt Samstag, der MMC und wir haben gestern noch ein bisschen Karaoke gesungen. Mehr oder weniger, also gegrölt. Und dann sind wir nach Hause gegangen und ja, jetzt ist Samstag und wir sind mega aufgeregt wegen Aufschauen. Oh Gott, mal sehen, wie es wird. Genau, das da ist mein Sasori. Hi, dass sich gerade die Beinverbände neu macht. Sehr sexy. Nicht wahr? Kannst du die Kamera bitte von meinem... Danke. Sehr intro, würde ich sagen. Genau, sehr intro. Ich bin menschlich, ich kann das nicht so gut. Ja. Kannst du auf mich anzutatschen? Da ist der Übeltäter. Was? Der Übeltäter. Krapfer. Ja. Das ist eine Belästigung am Arbeitsplatz. Du bist doch gar nicht bei Akatsuki. Ach, verdammt. Ja, siehst du? Das geht gar nicht. Außerdem bist du eh nur zuhören, dann hast du kein genau. Recht. Genau, wir ignorieren das einfach. Ja, ich wollte die Kamera mal abnehmen, damit wir noch unser tolles Itachi zeigen können. Hallo. Genau. Einmal. Ich hab dich schon mit drauf, also deinen Fuß zumindest. Jo, genau. Möchtest du noch etwas sagen zu gestern oder heute Morgen? Okay, was sollte man anders sagen? Karaoke hatte zeitweise ziemliche Aussetzer. Und Schweiz, den keinen Scheiß kennt, den man nicht kennen muss. Und als wir gehen wollten, kam der ganze geile Scheiß. Da hoffe ich doch mal. Nein, wieso? Inuyasha? Ja, toll. Das Gute kommt immer dann, wenn man geht. Ja, deswegen, das ist schlimm. Ja. Aber wenn wir nicht gegangen, wenn wir nicht zu Fehlern gekommen.
Also. Ich wollte um 4 aufstehen, weil ich der Meinung war, es wäre schon so spät. Tschüss. Und dann habe ich mich doch wieder hingelegt. Ja. Faulheit siegt, ne? Ja, Faulheit siegt, aber sowas von. Ja, genau deswegen bin ich besser als du. Boah, mies. Ich bin Terrorist. Na und? Mit 16, das musst du erstmal schaffen. Wie alt war ich? 13? Ja, du bist bloß ein kleiner Bengel mit guten Genen. Nee. Na und, ich schaff das auch noch. Wer ist nicht stärker Meine als wer? Im Hintergrund. Wer ist stärker als wer? Keiner. Stärker als du. Natürlich. Nee, lass nicht. Oh. Ich würde sagen, wir machen erstmal Pause und melden uns nach dem Wettbewerb wieder, wenn wir dann noch leben. Sind das... Nein. Jetzt oder ich? Und... Die Puppenprinzessin vor den Shadow Pandas. Ein herzlicher Applaus! Eines Tages ging Sasori und Deidara durch den Wald. Die 30.000 Paar Bäume haben die Fahrt leider nicht überstanden. Denken Sie euch einfach. Plötzlich sprang Tobi hinter einem Busch hervor und vermasselte sein Jutsu. Gehörst du wieder zu Iva? Und wo zur Hölle sind unsere Mädchen? Tobi, ich wusste, da war irgendwas im Busch. Was genau treibst du mit Tobi im Busch? Halt, nein, stopp, ich will es gar nicht wissen. Was soll das Ganze überhaupt? Wie kommen wir hier wieder weg? Also ich finde ja, das sieht schwer nach Zeitreise aus. Viel interessanter finde ich allerdings, was ihr da tragt. Das habe ich als Chunin getragen. Dana, du bist im Rang unter mir. Ich kann dich einfach nicht mehr ernst nehmen. Also ich würde ja sagen, dass es mir leid tut, aber das tut es nicht. Ich bin Jonin. Und Terrorist. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Du hast keine Ahnung, wie wir dieses Jutsu wieder lösen. Ich hab da mal was gesehen. Hast du schon wieder selbst psychotrope Substanzen mit halluzinogener Wirkung genommen? Drogenhändler. Nein, wie kommst du darauf? Ich habe genug Erfahrung mit dir. Nein, wirklich, das soll helfen. Also, der Tanz. Ich tanze nicht. Doch, das ist ganz einfach. Das schneidet selbst einen Schuh in. Gedauert. Ja. Wir haben ewig gesucht. Ne? Verflogen, ne? Ja. Zum krassen Zufall euch gefunden dann. Sein Navi ist. Wieso? Ich nicht. Hab ihn ja nicht mal in den Beginn. Oder? Aber es gibt endlich was zu futtern. Genau, yeah. Futtern. Ach, Hunger auf den Feuer-Gin. Jo. Du bist auch ein Feuer-Gin. Alle essen. Ja. Meinst du, hast Hunger auf mir? Lara, sag etwas von unserem Auftritt. War es gut, soll ich was sagen? Auftritt. Ich fand's gut. Ich bin vor dem Auftritt fast umgekippt, weil ich so nervös war. Und dann habe ich Blondie angepitcht, also war alles gut. Genau, so sehe ich das auch. Und jetzt wird gegessen. Und Gott. Ja, I am God. Angeber! Yeah! Nein, ich hau nicht mehr. Du bist mein Freund. Natürlich, und dein Lehrmeister. Ja. Vorher mal eine Frage. Wer will unbedingt nicht auf die Kamera, der sollte das jetzt sagen und gehen. Nein, Funzel, du wirst nicht akzeptiert. Ich bin der Moderator, das ist immer blöd. Ja. Du kannst natürlich auch gerne die Kamera nehmen und das für mich weitermachen, dann muss ich nämlich das Ding halten. Nee, danke. Du machst das wunderbar. Ja, aber dich beschweren, wenn du drauf bist. Nö. Kann man gerne machen. Ja. Ich hab den super erwischt. Ist es noch scharf? Ja. Gut, dann. Du bist sehr, sehr scharf, Dechan. Sie meinte natürlich mich. Wieso dich? Du heißt mir Eltern. Ich auch. Könnt ihr den
Pussykrieger später verschieben. Warum? Sei das eigentlich eher peinlich. Naja, wäre eigentlich in der Theorie auch. Das ist doch voll cool. Wenn der ganze Boden wackelt. Sie ist halt noch ein Kleinkind. Wolltest du jetzt auch was sagen, oder? Wollte ich was sagen? Ich weiß nicht, wir sind fertig mit Essen. Ja. Glaube ich, alle satt? Sind wir alle satt? Ja. Und da liegt ein Tausendmeister. Und du wolltest mal was zum Auftritt sagen? Ja, ich fand ihn geil. Also dafür, dass wir vorher irgendwie dezent abgedreht sind und irgendwie die Technik hat funktioniert, die Lichttechnik, die Audiotechnik, sie konnten das Skript lesen, ich bin total happy. Und der Moderator konnte meinen Namen sprechen, obwohl er mich nicht kannte. Ha, super. Jetzt bin ich fertig. Ja. Der hat 100%ig eine gruselige Sprachausbildung genommen. Diese Stadt hat ihren ganz eigenen Zauber. Die Eleganz, die Kunst, die Liebe. Die Lebensfreude. Lavierhof. Die Musik. Das gute Essen. Ach, die Frauen. Und Couture. Der Eiffelturm. Und der Louvre. Es gibt hier so viel zu entdecken. Kommt, Meister, kommt. Wir sind gerade von der Siegerehrung vom Cosplay-Wettbewerb zurück. Es wurden von 14 Plätzen 5 gekürt. Wir haben keinen davon belegt. Wir sagen total bitte, wir können diverse Platzierungen nicht nachvollziehen, sind mit 1 bis 2 sehr einverstanden, unter anderem dem Gewinner. Der Erstplatzierung? Genau, das war die sachliche Komponente. Ja, wollen wir jetzt noch eine Runde ragen? Lass uns ragen, ja. Wie machen wir das, dass das nicht so eindeutig ist, dass die Leute das nicht gleich mitkriegen, wen wir meinen? Also ich sag's mal so, ich finde es absolut lame, mit demselben Stück 3-mal aufzutreten und dafür immer wieder einen verdammten Platz zu kriegen. Ich denke mir auch jedes Mal was anderes aus und ich gewinne selten. Selbst wenn es ein anderes Cosplay ist, muss man auch dasselbe Stück bekommen. Ja. Mal in andere Klamotten zu schlüpfen. Noch mal zu machen. Das kann ich nicht. Genau. Haben wir genug geraged? Ich weiß nicht, ich habe nicht meine Verbesserung gesehen von einem zu anderen Auftritt. Ich auch nicht. Ich habe keine Verbesserung gesehen. Jedenfalls können wir teilweise Platzierungen nachvollziehen. Ich denke, das ist klar geworden. Ja. Wahrscheinlich haben wir gleich minus 50 Punkte Abzug gekriegt, weil wir Naruto cosplayen. Das Übliche also. Man merkt vielleicht, dass wir leicht dick sind. Ja. Ich glaube, wir essen jetzt Schoko-Weiß und zum Beispiel mit etwas. Genau. So Glücksmomente und so. Ich würde noch gerne irgendwie volle Tomaten nach jemandem schmeißen. Das wäre toll. Und uns ist aufgefallen, dass wir es besser fänden, wenn man auch den Cosplay-Wettbewerb-Teilnehmern nach dem Wettbewerb sagen würde, woran es gelegen hat.
was vielleicht Abzug verursacht hat und was man auch verbessern kann, damit man sich eben verbessern kann. Genau, und nicht einfach so, wir haben irgendein Punktesystem benutzt, aber keiner weiß, wie es letztendlich bewertet wurde. Genau. Sie hatten irgendwie 200 Punkte, aber welche Kategorien, wie viele Punkte, in welcher Kategorie sind möglich, weiß keiner. Mysterious. Dann könnte man sich auch vielleicht ein bisschen besser darauf einstellen, wenn man vorher das Bewertungsschema ist. Genau, dann könnte man auch wissen, wo es dann selber vielleicht schon dran gelegen hat. Ja. Ja, genau. Okay. Ich glaube, wir haben genug geraged. Ja. Mach aus, Funzel. Over and out. Hallo, es ist Sonntag MMC. Wir sind noch nicht auf der Con, wir haben noch ein paar Bilder gemacht vorher. Gestern bei all dem Trubel haben wir vergessen zu erwähnen, dass wir uns Horo angeguckt haben, die gut waren. Die waren toll. Ich habe sie verstanden. Wir haben sie verstanden, auch ob wir. Also, sie haben das Stück Anastasia aufgeführt, sie haben sich sehr nah am Film orientiert. Ich kann mich an den Film nicht mehr gut erinnern, aber das Stück haben wir alle verstanden, das war gut. Und sie haben gesungen und es war echt gut. Das habe ich jetzt gesagt. Heute wollen wir, wenn wir gleich rübergehen, uns noch KKH angucken und den Gruppen-Cosplay-Wettbewerb und dann mal schauen, was noch so unter unsere Fittiche kommt. Unter deine Krallen wohl eher. Unter meine Krallen. Ja. Ja. Ich höre da schon wieder ein Paparazzi. Hallo Paparazzi. Wollen Sie die Show sehen? Ja! Alles kein Problem, sobald dieser Vorhang aufgeht, geht sofort los. Die sind jetzt im Moment leider nicht mehr aufgebaut. Ich will jetzt die Stimmung so richtig anheizen. Okay. Ich will, dass ihr die Stimmung so richtig hoch macht. Ich will, dass ihr jubelt. Ich will, dass ihr klatscht. Ich will, dass ihr schreit. Zweite Stimmung. Komm mal, die Frauen. Die Männer. Und die Männer da. Ich würde sagen, Vorhang auf. Gestern gesagt, von wegen, es sind zwei Minuten zu belassen. Das ist blöd, man kann doch nicht laufen. Also, ich meine, Leute, wenn das nichts ist, ihr habt alle die Chance, diese Sachen zu gewinnen. Ihr müsst einfach mit mir hochkommen und wir zeigen, dass wir euch einfach draußen hier hochkommen. Was ihr was macht, dann können wir den Abend trotzdem sehen. Ja, ne? Ich sag's ja. Und ihr meint ehrlich, es findet kein Gruppenkostüm mehr. Wieder haben wir uns von Onigiri ernährt. Das ist der Haupt.
Und da haben wir das her. Aha, das sieht aus wie aus Berlin. U8 und so. Ja. Miezi ist Fisch. Fisch. Genau. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe auch Fisch. Gut, okay, bin ich die Einzige mit Fleisch? Nein. Nein, ich hatte auch Fleisch. Stimmt. Gut, es ist voll zensiert durch das Fisch. Onigiri. Jetzt sieht man dich, ja. Schön. Ja. Nicht-Gruppen-Wettbewerb erzählen, du bist der Einzige, der nicht ist. Genau. Also, ja. Der Gruppenwettbewerb, der im Endeffekt ein Nicht-Gruppen-Wettbewerb war, ist deswegen darin geendet, weil sich im Endeffekt nur eine Gruppe gemeldet hat. Die haben dann aufgrund dessen, dass es nur eine Gruppe gab, gleich direkt den ersten überlegt. Und dann aber wir haben den Auftritt nicht gesehen. Ja, den Auftritt gab es nicht, genau. Allerdings hat dann Luigi interessanterweise dann also einen Improvisationswettbewerb aufgerufen. Was im Endeffekt darauf hinausgelaufen ist, dass auch Nicht-Gruppen zugelassen sind. Und es eigentlich am Anfang zeitweise dann ausgesehen hätte, als wäre es ein japanisches Cosplay-Wettbewerb. Also quasi, wo bloß beurteilt wird, wie es Cosplay aussieht, ob es selber gemacht ist oder nicht. Bis dann die vierte oder fünfte Gruppe gekommen ist und die haben das erste Mal dann wirklich improvisiert. Und die sind auch verdient Erster geworden. Hm. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig die Performance eigentlich ist. Und wie wenig das Publikum es versteht, wenn irgendwelche Leute gewinnen, die keine gute Performance haben. Nein, ich bin überhaupt nicht fies. Nur ehrlich. Nur ehrlich. Ja, nur ehrlich. Aber es ist halt so. Ja, wir lassen das lieber mal heute, oder? Bevor wir uns wieder in Rage reden. Das heißt, später wahrscheinlich wieder das. Wenn du flamen willst, bitte. Da ist die Toilette. Wieso? Wir sind nur angekommen, dass wir nicht gewonnen haben. Das ist unser Problem. Ja. Hätten wir heute mitgemacht, hätten wir gewonnen. Ja. Weil wir eine gute Performance hatten, ohne eingebildet sein zu können. Ja. Ja, ich müsste mal die Kamera aus der Hand geben, damit man mich überhaupt mal sieht. Ich bin momentan bloß die Du kannst auch in Ruhe aufessen. Du kannst mir, du reichst mir einfach die Kamera durch. Mach mir das, okay. Genau, du reichst mir die Kamera einfach durch und ich nehme sie dann hier ab. Und dann haben wir gleich noch einen kompletten Schwenk drin. Wenn ich drauf bin, sag Bescheid. Du bist schon drauf. Oh, hallo. Ja, wie gesagt. So ein Cosplay kann ich nicht auftreten. Zu einfach. Mir wäre nichts eingefallen. Also, ja. Ich meine, ja. Du hättest Mau machen können. Ich hätte das Papier anmausen können. Ja, super. Toll. Und nach Fischhoni verleihen. Ja. Gib mir Fisch. Da hättest du echt gebracht, wenn du den Hutmacherhut gehabt hättest. Ja, den hatten wir aber nicht. Ja. Wie gesagt, hätten wir das gewusst, hätten wir wahrscheinlich nochmal unsere anderen Cosplays angezogen und dann unseren Auftritt verarscht. Unseren eigentlichen schon für halb verarschten Auftritt nochmal verarscht. Ja. Du meinst, das hätte gut geklappt? Wahrscheinlich hätte das auch so geklappt. Vor allem die gestern dabei waren. Ja, die hätten dann schon das gewusst, worum es überhaupt geht. Ja. Und der Kinderbonus ist absolut scheiße, den hasse ich. Genauso wie der Geburtstagsbonus. Ja. Und ich könnte auch sagen, ich habe Geburtstag, das muss ja nicht mal stimmen. Ja, und in Kombination stimmt. Ist es unbesiegbar. Ja. Vor allem, wenn der Kind auf die Mikro, das ist das süß, egal was es macht. Oh, das ist süß. Wir haben außerdem noch KKH gesehen. Ja, KKH war gut. Schaut sie euch einfach an, es ist mega geil. Es ist außerdem krass. Das ist offensichtlich ihr vorletztes Stück, was ich sehr traurig finde. Sie haben mal irgendwas angekündigt. Nee, du bist auch drauf. Und ja, ich hoffe doch, dass das irgendwie weitergeht danach. Ja. Also mich haben sie zu Tränen gerührt. Ja, mich auch. Wen soll ich denn anhimmeln, wenn die nicht mehr sind? Oro. Ja, auch, aber KKH. Ich habe nicht Horo verstanden, ich habe Oro verstanden. Ich auch. Das war aber eigentlich ironisch gemeint. Ich habe auch Oro eigentlich gesagt. Ich wollte testen, ob es funktioniert. Ich habe jetzt automatisch umgedacht auf Horo. Ja. Das habe ich mitbekommen. Wir haben sexuelles Priming. Ja, siehst du, ich wollte es mal testen wieder, aber es klappt. Bei dir hat es nicht geklappt. Nur bei mir, also ich bin offensichtlich das perfekte Versuchskaninchen, also bitte schön, du darfst. Aber gerne. Soll ich ausmachen? Was hast du? Schläft dir schon der Arm ein? Nee, aber meine Nase juckt. Ja, okay, dann mach Pause. Okay, es kann weitergehen. Okay. Danke, Ryu. Ja, wir müssen mir meinen Nagel noch anklären. Ja, ich warte mal, ich hole mir deinen Nagel aus meiner Nase. Machen wir da jetzt ein Making-of draus? Hau du klebe Nagel an. Ah, ich hab einen Euro gefunden. Das ist meiner. Okay. Nein, das ist meiner. Beim Rollenspiel. Genau, wir kleben jetzt den Mädchen und fallen wieder an. Soll ich da versuchen drauf zu zoomen?
Du solltest rankommen, weil wenn du anfängst zu zoomen, wird das unscharf. Es geht nur in die andere Richtung. Wegzoomen. Also wegzoomen und so, ne? Das ist das Tutorial. Genau, das ist welches Tutorial? Ich krieg das doch gar nicht hin. How to clip Nägel an. Habt ihr sie noch? Das nennt man Denglisch, glaube ich. Ja. Also schön, genau, den dummen Gedanken haben. Fuck, fuck, fuck. Hier wird nicht geflucht. Das muss alles wegen dir zensiert werden. So wie bei One Piece. Böse Muschi. Miau. Der Satz des gestrigen Tages ist übrigens, boah, ich könnte so abkotzen. War das nicht, boah, ich kotze ab oder so? Nee, ich könnte so. Ach so, ach so, das war mit könnt? Ja, okay. Ja, das stimmt, da stimme ich absolut zu. Das heißt, ja. Mit abkotzen? Ja. Wir hatten noch Anti-Exorzismus. Ja, das klang wie Exorzismus, als würde man aus Lara das Hassen raus exorzieren. Das wird nicht funktionieren. Nein, das glaube ich auch. Ja, man kann da wir nehmen auf. So als Info. Der Rest gerade ein. Genau, ihr könnt euch gerne drumherum drapieren, dass man euch sieht, aber nicht vor die Kamera pflanzen. Sonst sieht man uns nicht mehr. Die Priorität sind klar dabei. Sind alle hinter die Kamera? Ja, Leute! Oder die wollen einfach mit Fotos. Nein. Dann hört man sie so im Hintergrund, hört man sie dann reden. Und lästern. Ich wollte gerade sagen, das lästern. Ja, ja. Seid ihr jetzt eigentlich fertig? Weil es klingt irgendwie jetzt gerade nicht mehr konstruktiv. Das ist eigentlich egal. Ist er jemals konstruktiv? Ja, echt mal. Die Katze hat gerade den ersten Punkt erlangt. Ja, das ist der Grund, dass ja, dass sie so doppelt grinst. Ja, du findest alles gut. Was doch, was? Ja. Over and out. Mikado, da unten deine Antwort. Ah! Oh, mein Engelsspur im Hintergrund. Genau. Okay, ja. Wir drehen wieder ganz random. Genau. Wer hat mich auf die Idee gebracht? Du, ne? Also genau. Miti hat mich auf eine Idee gebracht, eventuell zur LBM eine Art Fan-Treffen mal wieder zu veranstalten. Ich überlege jetzt noch, wie man das am besten veranstalten könnte. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das findet, ob ihr mich treffen wollt oder so. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, schau mal, was sich da ergibt. Und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten über die Updates. Und so. Ne? Ja, klingt gut, ne? Ja. Jo. Genau. Sonst noch irgendwas? Ich brauche noch ein paar Fotos. Genau. Ja, dann erstmal Pause. Over and out und so. Ich finde den Knopf nicht mit meinen Nägeln. Fuck. Was ist? Kann den Knopf drücken. Komm, ja, also, wie es aussieht, wollen wir bald los. Darum noch ein kurzes Schlusswort. Also ich fand vom allgemeinen Programm her die Animaco etwas besser. Auch von der Jury oder? Ich weiß es gerade nicht so. Auf jeden Fall irgendwie die Animaco war besser, aber diesmal waren die geileren Leute dabei. Ich glaube, ich bin gerade wieder fies, oder? Nein, du bist nur ehrlich. Ehrlich. Ja, ehrlich und fies sind... Das ehrlich und fies sind das ehrlich? Okay, gut, ich bin ehrlich. Siehst du? Ja, also... Ja, ich bin schon mal. Du kannst auch gerne mit näher kommen, Mizi. Genau. Ich kann auch... Oder musst du dir hinkommen? Ich bin so behindert. Genau. Das ist eine feine Mizi. Ja. Ja, okay, wo waren wir stehen geblieben? Beim Schlusswort. Hast du schon alles gesagt? Ich habe gesagt, dass die Animaco irgendwie vom Programm her etwas besser war und dass diesmal die Leute geiler waren. Das habe ich gesagt. Ich weiß nicht, die Animaco haben wir nicht zusammen verbracht. Stimmt, ja. Haben wir nicht. Also ich fand, floppig ist sehr, sehr, sehr gemein. Also wie war es mit ehrlich und gemein? Also es waren auf jeden Fall gute Showgruppen dabei. Definitiv. Aber ich glaube, dass so die Showgruppen auch das Beste sind an der Konferenz. Also ich meine, wir haben natürlich Essen, tolle Onigiri und Tayaki. Wir haben uns nur von Onigiri ernährt irgendwie. Ja. Ja, die Leute waren toll, aber es war jetzt nichts, was mir so total special ist im Gedächtnis bleibt, glaube ich. Nee, also, ja. Höchstens so rage-mäßig bleibt mir einiges im Gedächtnis. Ja, es ist auch einiges wieder schiefgelaufen. Ja. Das Wetter hat uns zum Glück noch relativ verschont. Genau. Das war erstaunlich.
Aber irgendwie dieses Jahr Cons sind irgendwie alle etwas fail, daneben, wie auch immer, wie man das nennt. Floppig. Ja, perfektes Wort, floppig. Okay. Genau, ich würde sagen, das war's. Over and out von der MMC.